Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eine einfache Creeper Farm in Minecraft bauen könnt. Ich würde sagen, los geht's. Als erstes nehmt ihr irgendeinen Block und baut hier sowas. Und zwar 2x2x2 Block. Dann hier 3 Abstand und nochmal das gleiche. Dann gehen wir hier 4 Blöcke runter und platzieren einfach irgendeine Richtung Wasser. Das lassen wir so lange fließen, bis es halt hier nicht mehr weitergehen würde. Und graben das dann hier 1, 2, 3 Blöcke tief. Als nächstes platziert ihr Trichter, die hier in anderen Trichter reingucken. Und dieser Trichter geht dann halt in diese Truhe, sodass, wenn hier irgendein Item liegt, so landet es in diese Truhe. Dann platzieren wir darauf Lagerfeuer und können hier das dann schon mit Glas wieder zubauen. Und jetzt hier uns hochgraben, eine Leiter nehmen und hier so einen Weg haben, sodass wir hier runterklettern können und uns hier die Items holen können. So. Und so haben wir jetzt schon mal so, dass wir die Items bekommen. Und ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Schritt. Als nächstes platzieren wir hier Falltüren, sodass die Creeper denken, dass hier ein Block wäre und hier runterfallen. Dann nehmen wir unseren Block und machen hier schräg 1, 2, 3 Blöcke. Und dann hier 4 weitere Blöcke. Das gleiche auf der anderen Seite und ziehen hier dann eine Mauer komplett rüber und das 2 Blöcke hoch und auf beiden Seiten. Als nächstes platziert man Knöpfe auf dem Boden und zwar so, dass jeweils immer ein Block Abstand ist zwischen den Knöpfen. Das verhindert eigentlich nur, dass keine Spinnen spawnen können. Das machen wir in beiden Abteilen. Als nächstes platziert ihr hier Falltüren, sodass hier keine Skelette spawnen können, also hier wirklich nur Creeper spawnen können. So, und dann nehmen wir einfach eine Katze. Die müsstet ihr halt dann mit einer Leine irgendwie hierher ziehen. So. Und die hier am besten einfach irgendwie in die Mitte, sodass alle Creeper direkt hier reinrennen, das dann offen ist und die hier reinfallen. Das macht ihr dann auch auf der anderen Seite. So. So. Und falls ihr mehrere Ebenen haben wollt, könnt ihr hier direkt auch schon die nächste Ebene draufpacken. Aber dazu komme ich dann gleich noch. Und das war der nächste Schritt. Als nächstes nehmt ihr dann Stufen und platziert euch hier um die Umrandung herum. Und dann nehmt ihr halt eure normalen Blöcke und platziert euch hier oben drauf und auch auf den Falltüren, sodass da alles dunkel ist. Und hier könntet ihr dann wieder eure Falltüren nehmen und das halt einen zweiten Stockwerk bauen. Mache ich jetzt aber nicht. Also je mehr Stockwerke ihr habt, desto effizienter wird es. So. Am besten nehmt ihr dann noch euren Block und platziert hier 25 Blöcke lang einen Weg auf der gleichen Höhe und macht dann hier einfach Glas und einen Raum, wo ihr euch reinstellen könnt. Und hier könnt ihr euch dann einfach AFK hinstellen und da würden die Creeper runterfallen und ihr würdet Gunpowder bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.